So, grüß Gott, meine Damen und Herren. Und herzlich willkommen zurück. So, ich bin mal direkt weiter gerannt. Weil neue Fragezeichen hinter unserem Haus aufgeploppt sind. Oder in der Nähe von unserer Siedlung. Jetzt, wo wir ein bisschen weiter gucken konnten, habe ich einfach mal direkt ein paar neue Fragezeichen. Und die reiten wir mal kurz ab. Also einmal Banditenlager schon. Dann haben wir einmal... Ja, Ruine. Und dahinter gleich eine. Was? Stopp. Stopp. Ein Bauernhof mit einer Windmühle. You cannot be serious, Alter. Ernsthaft, das ist gleich das nächste Fragezeichen. Alter, wie geil. Claudia. Müssen wir uns merken. In Claudia gibt's eine Windmühle. So, kurz umgucken. Alter, das ist gleich das nächste Fragezeichen. Ja, da wollte ich aber sowieso hin. Ich habe noch so einen anderen Plan, den ich gerade verfolgen will. Achso, können wir gleich mal gucken. Ah ja, okay. Also in diesem Peskovia, mit dem, oder wo ich jetzt meinen Ambassador, unseren Botschafter, hingeschickt habe, da leben jetzt schon 7 Leute angeblich. Als wir das erste Mal da waren, haben wir ja keine Stadt gesehen. Mal gucken, da wollte ich jetzt mal einen kleinen Besuch abstatten, dem Örtchen. Mal gucken, ob da jetzt schon was entstanden ist, durch die 7 Leute. Und wie gesagt, wir werden dann, wenn wir zu Hause sind, war ich schon zu Hause? Doch, ganz kurz. Gott, das ist gleich das nächste Fragezeichen. Werden wir bauen quasi erlauben für die ganzen Leute? Ah, Ruine, okay. Da ist gleich noch eins. Alter Gott! Das war so ein Fehler, dass ich diesen Reisenden gemacht habe. Jetzt sieht man ja wirklich alles. So, immerhin hat unser Pferd keine Ausdauer. Das ist ein Bauernhof. Oh, das könnte sogar eine Stadt sein. Eine kleine. Nee, Bauernhof. Okay. So, das ist das nächste Fragezeichen. Genau, und dann... Ach, die verschwinden auch wieder. Die Fragezeichen, alles klar. Ja, der baut da... Kann es sein, dass er eine Mühle baut? Also, ne, die Wahrscheinlichkeit ist 50%, dass es eine Mühle ist. Naja, nee, 33, eine Bäckerei könnte es auch sein. Oder halt ein Feld. So. Ja, bei dem Fahrzeichen gehe ich mal fest davon aus, dass es ein Banditenlager ist. Boah, auch sehr schön hier. Ne? Hier eine Stadt gründen wäre auch geil. Hier dieses große offene Landschaft. Gleich mit Blick aufs Wasser. Ja, ach nee, das ist ein Stein. Eine Ruine ist es. Krass. Gar nicht gedacht. So, dann gleich zum nächsten. Das ist aber am Wasser. Ja. Und das ist... Boah, das ist eine große Stadt. Das ist zumindest eine... Was ist das für eine Mauer? Okay, das ist ein Banditenlager. Was war das für eine riesen Mauer da hinten? Dass diese Banditenlager hier auch wie Pilze aus dem Boden schießen, unfassbar. So, ah, okay. Da haben wir also 2 neue Fragezeichen direkt nebeneinander. Und das müsste eigentlich diese Stadt sein. Ach du Scheiße. Geil. Monstergeil. Und hier leben bestimmt auch einige Menschen. Ja, naja, ich würde sagen, nicht ganz so viele wie bei dem ersten Örtchen. Also mit der Steinmauer. Warum? Wir gucken mal ganz kurz aus. Tableau.
Dann sehen wir auch schon, wie viele Menschen hier wohnen. 15. Jelgir. Oder so. Genau so hieß er. Jelgir. Aber warum zwei Fragezeichen? Grüße euch übrigens. Hallo? Lipsia. Und Altinum. Ach, weil ein Bauernhof. Boah, ein Bauernhof gleich in der Stadt integriert. Das ist natürlich auch geil. Das hat was. Kommt man hier eigentlich noch raus? Oder gibt es tatsächlich nur diesen einen Ein- und Ausgang? Da ist ein Tor. Auch schön. Auch sehr, sehr schön. Was ist das? Ein Hirsch. Alter, das ist ein riesen Mond. Wahnsinn. So, neue Fragezeichen? Nee, ich mache mir aber schon mal nach Pskovia einen kleinen Vermerk. Da hinten ist das Boot. Kann das sein? Banditenlager und ich glaube ganz da hinten dieses Holzding, das müsste das Boot sein. Ja. Da ist noch ein Fragezeichen. Das hatten wir aber, glaube ich, vorhin schon mal gesehen gehabt. Aber können wir gleich nochmal auf den Weg mitnehmen. Also wirklich, die Anzahl der Raubtiere ist einfach unfassbar. Das ist wirklich viel zu übertrieben. So, komm ich hier hoch? Ja. So, ach so, ich wollte erst zum Fragezeichen. Das muss auch irgendwas menschlich gebautes sein. Ist auf jeden Fall schon mal keine große Stadt. Hätte ich jetzt schon gesehen. Neu starten, um das Windows... Nein. So, ich hoffe, für euch ging es weiter. Oh, ein Banditenlager. Ich habe irgendeine Nachricht von Windows bekommen. So, hallo. Wie heißt es? Ostia. Gut, dann nach Pskovia. Da leben angeblich 7 Menschen. Und mal gucken, ob dort schon ein Dörfchen... Oh Gott, Alter! Dort schon ein Dörfchen entstanden ist mittlerweile. So, haben wir eigentlich Hunger? Oh ja, ein bisschen. Kann ich ja hier auf dem Pferd essen. Ja. Pskovia! Ah, noch sehe ich nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, höchstens hinter dem Hügel. Da ist ein Gebäude. Da ist ein Gebäude. Alter, das gibt's doch nicht. Fick dich doch ins Knie. Uha, also hier ist tatsächlich aber mal richtig was entstanden. Sehr geil. Schönes Dorf. Also können wir auch erstmal mit Pskovia handeln. Oder hier unseren Ambassador hinschicken. Ah, okay. Die Kneipe. Oh, das ist vor allem so eine große schon. Wer ist denn hier? Wo ist denn hier das Schild? Erstmal, wo ist mein Pferd? Da ist mein Pferd. Bevor wir hier in die einzelnen Häuser gehen, will ich mal gucken, wo das... Brett ist. So. Das ist ein Wohnhaus. Wohnhaus, Wohnhaus. Wohnhaus. Ah, eine Bäckerei. Okay. Hat der was zum Handeln? Nee. Stopp, nicht weglaufen. So. Da ist. Ah, das hier ist so ein Steinplatz, glaube ich. Steig doch mal ab. Wo ist denn das? Ja, behandelter Stein. Ah, ja. Cool, der hat also sowas. Da waren wir. Haben die sowas? Nee, das ist hier auch nur ein Händler. Nee, so eine Taverne. Haben die nicht sowas wie eine... wie ein Rathaus oder sowas? Mann, wo ist denn...
blöde Brett. Ah, dass man sich ja wirklich so dumm und dämlich sucht. Ich will nämlich wissen, wer der Bürgermeister ist, damit ich mit dem Menschen gezielt reden kann. Ich meine, gut, es sind nur 7 Menschen, ne? Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, den richtigen zu finden bei 7 Leuten ist nicht ganz so groß. Nicht ganz so klein. Aber es wird da wohl irgendwo dieses blöde Anschlagsbrett geben. Den Brunnen suche ich übrigens auch immer noch. Das wäre so ein anderes Indiz noch. Aber den Brunnen habe ich damals schon nicht gefunden. Also es muss ja irgendwo sein, wo Licht brennt. Da läuft jemand. Ach, scheiß drauf. Komm, wir suchen den einfach so. Okay. Handwerk. Okay, kann ich braten? Nee. Ist das ein Wohnhaus? Alter Schwede. Oder ist das so eine Art Rathaus? Nee, da schläft jemand. Hallo. Willkommen. I'm so hungry. A sweet roll or a carrot? I'll get you a berry. Achso, er will Berries haben. Okay, hier ist der Berry. Anfänger, Architekt. Oha. 20 Punkte, 2500 Gold. Okay. Übrigens, sehr geiles Wohnhaus. Heads up, mein Freund. So, das blöde Pferd läuft in Richtung unserer Siedlung. Hier ist niemand. Schläft hier jemand? Oh, oh, sehr schön. The Tavern. Okay, wir schlafen jetzt mal selber. Wir können mal hier ein. Oh, voll. Ist noch ein bisschen früh. Schön. Gefällt mir sehr gut. So, wer wohnt denn hier? Ein Unbekannter. So, schön, Sie zu treffen. Please, sir, help me. I'm starving. Only 10 berries will save me. Okay. 10 berries. Sammeln wir ihn mal kurz. Wie waren wir jetzt? 7. Da. 9er. Ich hoffe, da kriegen wir auch ein bisschen mehr Geld. Und zack. So. Ey, hallo. Wo sie? Hier. 100 Gold. Sehr schön. Tschüss. 2. Ich versuche mal mitzuzählen. Mal gucken, ob ich alle finde. Alle 7. Ein bisschen wimmelbildmäßig gerade. Ah ja, guck mal hier. Nummer 3. Hallo? I'm hungry. 10 fresh berries. Okay. Wie gesagt, das ist einfach nur eine Fleißaufgabe jetzt. Hier 5 Büsche zu ernten. Für 100 Gold. Und da wir immer noch Geld machen wollen, um neue Skills zu lernen, mache ich das jetzt einfach mal, ohne mit der Wimper zu zucken. So, und... Zack. So, hier. Danke. Geldverleiher. Verleih nix. Was, wenn ich den anspreche? Will der Nummer 10 Bären haben? Nee. Okay, Nummer 3. Dann haben wir hier Nummer 4. Hoffentlich. Ja. Hallo. Have a berry. Hier. Tschüss. Hafni. Nummer 4. Hallo? Nummer 5. 10 Berries, okay. Kurz mal in den Wald gehen. Da.
Blackberry Bush. Bettler, Ernter. So. Haben wir eigentlich selber auch Hunger? Könnten wir eigentlich mal gucken. Nö. So. Rogomursi, hier. Tschüss. Schreiber. Was bringt mir Schreiber? Haben wir überhaupt so viel Geld wieder? Ja, wir können wieder ausbilden oder ausgebildet werden. Risikoträger, kleine Banditenhütte. Nee. 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 Okay, Zimmermann ist ein bisschen krass. Windmühle. Oh, die würde ich wirklich gerne bauen. Kräuterkundler. Metzger bringt mir nur mehr Fleisch. Schmied. Geschäft. Holztaverne. Geldverleiher. Bogenschütze sind mir egal. Schwertkämpfer sind mir egal. Schreiber bringt mir nichts. Was wollte ich jetzt wissen? Schmied? Geldverleiher. Geschäft? Hier. Geschäft, Geschäft. Holztaverne. Aufseher, Geldverleiher. Sind wir Aufseher schon? Ja. Okay, also. Ich würd wirklich gerne auf den Kräuterkundler gehen. Damit wir die Windmühle bauen können in unserer kleinen Farm. So, trotzdem die Frage, wo sind die letzten beiden Menschen? Wo ist das Anschlagsbrett? Und wo ist der Bürgermeister? Ich hau mal ein paar Steine, damit ich hier quasi richtige Steine bekomme. Damit wir davon auch mal ein paar haben. Einfach nur so vorsichtshalber. Ich meine, gut, jetzt weiß ich ja, dass hier in dem Ort so ein Teil ist, wo wir Steine verarbeiten können. So. 2,5 Stunden. Hör auf zu schlagen. Okay, das ging ein bisschen länger als gedacht. Wie im Hintergrund dieser eine Typ rumgelaufen ist. Wahnsinn. Da läuft einer. Oh Gott, die hat aber einen schnellen Schritt drauf. So, kennen wir dich? Alter, warum rennst du so? Unbehandelter, Unbekannter. Sehr schön. Mein Name ist Bär. Was kann ich für Sie tun? Metzger. Nee. Das war Nummer 6. Wie viel wohnen jetzt hier? Ach, jetzt ist hier auch einer dazugekommen. Wahnsinn. Die Siedlung wächst und gedeiht hier, im Gegensatz zu meiner. Da hinten ist ein Haus gebaut. Wahrscheinlich von dem einen Siedler, der gerade neu angekommen ist. So, ich fress mir jetzt mal ganz kurz wieder den Hunger weg. So, wer sind Sie? Stopp, stopp. Warum kann die durch den Berg gehen? Will ich auch können. Rask Widder, kennen wir. Achso, kannst du mir was beibringen? Architekt. Okay. Geiler Skill auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich für eine Hütte. So. Oh Gott, wo sind denn die letzten beiden Häuser? Irgendwo müssen die ja sein. Ich werde übrigens das Pferd nie wieder finden. Ja. Ist uns hoffentlich allen klar. Und ich werde wieder zu Fuß zurückrennen müssen. Mir fehlt immer noch das Anschlagsbrett und der Brunnen. Das gibt's doch einfach nicht. Da hinten rennt jemand. Pass mal auf, wir folgen dem jetzt mal kurz. Weil hier, ich werde das nicht finden. Was ist das für ein Haus? War da drin? Ja, doch. So, jetzt habe ich natürlich diesen Typen aus dem Auge verloren. Der war irgendwo hier hinten.
der nicht hier rumgelaufen? Arenacum. Hier ist doch einer rumgelaufen. Ha, strange. Keine Ahnung, wo der Typ... Da ist er. Stopp. Ah, okay, Bergulver. Kennen wir schon. Ach, naja, okay. Also, ich hoffe, unser Ambassador kriegt hier was hin. Dass wir hier so eine Handelsbeziehung eingehen können mit denen. Weil die scheinen ja auch zu wachsen. Der Vorteil ist natürlich auch, dass die Dörfchen hier alle viel, viel näher am Wasser sind. Da, wo quasi, na, die Leute ankommen, ne? Das ist unser großer Nachteil, dass wir schon relativ weit im Landesinneren liegen. Und da verlaufen sich halt weniger Leute hin als an den Küstengebieten, ne? Ist ja klar. Und ich weiß nicht, ob wir... ob Menschen... sich auch in Bauernhöfen quasi zusammentun können. Oder ob das immer nur einem einzigen gehören kann. Das weiß ich nicht. Ernsthaft, dass dieses blöde, scheiß weiße Pferd? Das gehört uns doch auch, oder? Nee. Hast du auch Glück gehabt. Sonst wäre ich jetzt hier tatsächlich richtig ausgerastet. So. Okay, wir werden kurz noch hier das eine ändern. Da steht jemand am Handelsplatz. Ich hoffe, da kauft auch jemand was. So, wir werden nämlich jetzt den Leuten erlauben, Häuser zu bauen. So, 15. Und wir sagen Gesetze. Das nicht. So. Dann lebt euch mal aus, meine Damen und Herren. Auf Weg Breach, sehr schön. Ich knall noch mal ganz kurz die... die Rüstungen hier rein. So. Was ist das überhaupt für eine Hütte? Reicher Mannhut. Aha. Armer Mann Stiefel, reicher Mann Schuh, Verteidigung 3. Was haben wir denn eigentlich an? Oh Gott, okay, wir haben richtig die Verteidigung, die Armeerüstung an, sehr gut. Behandelter Stein. Wo ist der, die das? Lipsia. Vetera, neutral. Okay, neutral. Vetera, neutral. Wo ist mein Ambassador? Ist nicht dein Ernst, oder? Partner, send Ambassador. Ambassadors on the way. Ambassadors on the way. Ich frage einfach nicht. Da ist ein Pferd, das gehört uns aber zu 100% nicht. Kali war doch mein Ambassador, oder? Kali? Botschafter. Ja, ist richtig. Eingestellt ist. Ah, okay, also. Ah, komm. Wenn der Rat eingestellt ist. Was ist denn das? Was soll denn das für ein Satz sein? Okay, keine Ahnung. Gut, ist mir auch egal. Meine Damen und Herren, wir machen jetzt Feierabend. Und ich werde mal so ein paar Tage in-game verstreichen lassen. Einfach nur, weil ich mal gucken möchte, ob und wie sich diese ganze Siedlung hier im Laufe der Zeit entwickelt. So, wer sind Sie? Vic Madre.
Kannst du mir was beibringen? Ah ja. Nein. Einfach nur um zu gucken, wie sich die Siedlung hier entwickelt. Beziehungsweise auch der ganze Rest. Kann ich das verkaufen? Ah, okay. Können wir auch doch verkaufen, den Shop hier. Sehr schön. Wobei, da macht der Geld. Wir haben übrigens tatsächlich Geld gemacht. Guck mal. 119. Schön. Eisenerz. Ist egal. Wir verhökern sämtliches Eisenerz. Behauene Steine können wir hier mit reinmachen. Ach, ein Stein wurde gekauft auf jeden Fall, oder? Ich glaube, das waren vorher 9, noch 20. Okay, achso, ja, neue Gebäude. Ganz kurz nochmal gucken. Ah ja, stimmt, Wachturm war. Oder Holzturm. So, den setzen wir mal. Okay, das machen wir jetzt in der Folge auch noch. Den setzen wir mal da oben hin. Oder da. Da wäre es natürlich perfekt. Schön da oben auf dem Berg drauf. Da läuft ein Mensch. Da sind Crops. Gott, zwei Sachen auf einmal. Wir setzen den Berg da links dann hin. Den Berg, den Turm. Was ist das? Kürbis. Unwichtiger Scheiß. Gurken hätte ich immer noch gerne. Weil Gurken werden immer noch gebraucht. So, wer sind Sie? Unbekannter Siedler. Schön. Ja, hier ist eine Berry. Metzger. Ja. Guck mal, da links ist eine Stadt. Was macht sie denn jetzt? Brunkel. Geh zu der Stadt. Zu dieser schönen, tollen Stadt. Scheiß drauf. Okay. Können wir hier einen Turm setzen? Hallo? Der Hügel ist zu steil. Ach ja, da ist ja wieder das Problem, dass hier steile Hügel überall sind. Hier würde er hingehen. Ja, na, hier lohnt sich ja richtig. Toll. Ganz toll. Guck mal. Oh, ist das schön hier. Hier ein Turm, Alter. Genau das habe ich mir noch immer gewünscht. Ja, setzen wir hier einen Turm hin. Dann wird der Baum doch gleich abgerissen. Ansonsten, da haben wir nichts Neues. Ah ja, Haus der Holzarbeit und Steinhauerplatz. Habe ich auch Ideen, wo ich die hinsetze? Und das war's. Können wir auch noch kurz machen. Dann werde ich nämlich in der Zwischenzeit... Warum kann ich das nicht bauen? Ach, wahrscheinlich wegen dem Turm. Ja, egal, dann zeige ich euch, wo ich sie hinbaue. Also, das mit dem Stein werde ich da hinsetzen. Und das mit dem Holz werde ich dann ein bisschen weiter in den Wald reinsetzen. Und das baue ich aber alles dann schon mal in der Zwischenzeit, während hier die Tage vergehen. Ich sage erstmal vielen herzlichen Dank. Ja, nächste Folge wird definitiv ein bisschen später sein. Und dann werden wir mal sehen, wie sich das Ganze hier in Kingdoms entwickelt hat mit Zanwolfo und mit dem ganzen anderen Cram. Also, vielen herzlichen Dank. Haut rein. Ciao und tschüss.